Schwedt wuchs in der DDR rund um die Raffinerie, die Öl aus Russland verarbeitet. Doch damit ist ab Januar Schluss. Die Bundesregierung kappt die Abhängigkeit von russischem Öl und verspricht der Stadt Millionen für einen Umbau. Doch die Sorgen in der Region sind groß. Das Embargo ist unser Untergang. Kann man nicht verstehen, wir wollen russisches Öl, wir wollen die Druzhba, wir wollen, dass hier alles ankommt, dass alles so ist wie früher. Ne? Wir haben da überhaupt gar nichts mit den Russen oder wie auch immer. Es hat alles gut funktioniert und wir können das nicht verstehen. Ne? Ist das so? Ja, genau. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, ich halte das gar nicht für falsch, was Herr Spahn hier vorhin gesagt hat, dass man die Tanker alle zählen sollte und dass man genau kontrollieren sollte, ob das Öl ausreicht, Schwedt ausreichend zu versorgen und diese Arbeitsplätze zu erhalten. Das halte ich für die entscheidende Aufgabe für alle Leute, die betroffen sind und die zu Recht Angst um ihre Arbeitsplätze haben und ihren Versprechungen gar nichts mehr glauben, weil sie wissen, dass es nicht Russland war, der dieses Öl abgestellt hat, sondern dass die Grünen schon am Anfang dieses Jahres Frau Baerbock auf einer Konferenz erklärt haben, dass Öl- und Gasembargo kommen sollen. Und das kommt jetzt und sie haben nichts geklärt. Und wie toll ist denn die Zusage aus einem Gespräch mit irgendwelchen Leuten in Polen, die uns zurzeit 1,3 Billionen Euro Reparationsleistungen abverlangen wollen als Deutschland und kein Wort davon verlieren, dass ein Teil ihrer Gebiete in ihrem eigenen Staat ehemals deutsches Staatsgebiet ist. Genau 83 Jahre nach dem deutschen Überfall auf Polen und dem Beginn des Zweiten Weltkrieges hat Warschau heute ein Gutachten veröffentlicht. Danach sind dem Land Schäden in Höhe von umgerechnet mehr als 1,3 Billionen Euro entstanden. Polen fordert deshalb entsprechende Reparationen. Damit bahnt sich eine neue Belastungsprobe im Verhältnis zu Berlin an, denn die Bundesregierung lehnt solche Zahlungen ab. Bereits vor der Veröffentlichung des Gutachtens hatte der frühere Vorsitzende der zuständigen Parlamentskommission die polnischen Ansprüche bekräftigt. Ich denke, dass dieser Bericht auf dem Schreibtisch des Bundeskanzlers landen soll. Ich würde ihn auch gern persönlich den Bundestagsabgeordneten vorstellen, den Bericht in ihre Briefkästen legen. Wie groß ist das Vertrauen in solche Gespräche? Denn diese Frage der Reparation ist schon ewig lange her und die wollen die jetzt ernsthaft in Polen zur großen öffentlichen Diskussion im Vorfeld der nächsten Wahlen machen. Nächstens. Die von Korruptionsskandalen erschütterte EU hat jüngst einen Preisdeckel für russisches Öl weit unter dem Weltmarktpreis verhängt, wobei Russland schon erklärt hat, dass es zu diesen Sanktionskonditionen nicht liefern wird. So zerstört man Lieferketten und schädigt die eigene Wirtschaft und die Konsumenten mit dem Vorwand des Ukraine-Kriegs. Zum Schluss sage ich noch eins. Machen Sie Schluss mit Ihrem sinnlosen Wirtschaftskrieg gegen unsere eigene Wirtschaft. Denn Sie schädigen weniger Russland. Die können auch nach China und sonst wo liefern, nach Indien, von wo dann Deutschland auch wieder Öl einkaufen kann, über Tanker, Herr Fahle, über andere Meere. Kommen Sie bitte zum Schluss. Ihre Redezeit ist vorbei. Ja, die ist jetzt langsam vorbei. Ich bedanke mich. Nicht langsam, sondern schon einige Sekunden. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.